Mein Diagnoseprogramm zeigt folgenden Fehler. Die Vorwärmung ist fehlerhaft. Wir nehmen uns ein Messgerät, ziehen die vier Stecker der Glühkerzen ab und machen eine Messung. Im Optimalfall sollte jede Glühkerze ca. 1 Ohm Widerstand haben. Wir sehen hier, 3 der 4 Glühkerzen sind defekt. Unter meinen Steckschlüsseln war nicht der richtige dabei. Man benötigt eine 12er Nuss. Damit ich die Glühkerzen leichter rausbekomme, habe ich mir den Glühkerzenlöser bestellt. Mit der richtigen 12er Nuss habe ich die Glühkerzen auch einfach ausdrehen können. Laut Beschreibung sollten diese neuen Glühkerzen passen. Mit Keramikpaste eingerieben würden sie sich später auch leichter lösen lassen. Wie sich aber nun herausgestellt hat und ich bemerkt habe, waren die Glühkerzen nicht passend. Die neuen Glühkerzen hatten einen Gewindedurchmesser von 10 mm und die alten 12 mm. Also musste ich mich wieder auf die Suche machen. Die 12 mm Glühkerzen konnte ich nur in England finden. In England zu bestellen aufgrund von Steuer, Zoll und Gebühren spare ich mir. Bei eBay konnte ich dann kostengünstig eine komplette Vorwärmung bestellen. In dieser Vorwärmung sind allerdings auch 10 mm Kerzen verbaut. Aber das ist am Ende ja egal. So eine Vorwärmung hält ja normalerweise ein Autoleben lang. Nachhaltig tauschen wir jetzt die komplette Vorwärmung.
Test habe ich bemerkt, dass keine Spannung anliegt. Also musste ich nach der Sicherung schauen. Die Sicherung befindet sich unter dem Kühlmittelbehälter. Ursprünglich ist an dieser Stelle eine 70 Ampere Sicherung verbaut. Diese habe ich wieder eingesetzt. Was sagt nun mein Diagnoseprogramm? Keine Fehlercodes. So soll es sein.